Okay, so, der ist, was, wo, was macht der? Der ist im Krankenhaus scheinbar. So, den da ablegen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich von hier draußen nicht spritzen kann und ich kann so gesehen eigentlich auch nicht rein. Wo ist denn der jetzt? Du willst mir jetzt nicht sagen. Okay, das ist definitiv gescheitert. Wo ist mein anderer? Wo ist mein anderer Feuerwehrmann? Ach, hier ist er. Toll. Kann der mit dem Schlauch ins Haus rein? Beziehungsweise kann der von außen spritzen? Oh, das geht sogar. Okay. Krass. Die Frage ist jetzt nur... Geh mal dahin. Kannst du dann da reinspritzen? Ah. So, der hat jetzt noch was. Ach nee, jetzt sag nicht schon wieder. Das da. Raus da, raus da, raus da, Alter. Bist du wahnsinnig? Wir müssen von hinten. Wir müssen von hinten an das Feuer ran. Und nicht einfach reinrennen. Du bist doch wahnsinnig. Siehst du? Ich sehe gerade, da ist auch nur noch mal eine Tür, wo er reinspritzen könnte. Reicht aber erstmal, wenn wir das aus der Richtung hier machen. So, immer langsam. Okay, die Mission werde ich definitiv wiederholen. Weil das kann ich so nicht gelten lassen. Komm schon! Ach so, da kann er nicht hin, ne? Okay, das ist blöd. Und von da aus kann er nicht spritzen. Oh, das ist fies. Das ist fies. Komm hier hin, hier hin. Kommst du da hin? Jawohl, sehr gut. Von hier spritzen, 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 spritzen. Alter! Spritz! Wow. Okay. Krass, auf jeden Fall. So, Mission geschafft. Obwohl, wow, 5500... Rettungspersonal, Sachschaden 13%. Sehr zum Missfallen von Hauptbrandmeister Kopernik wird die Fahrzeugbeschränkung deiner Ware durch den Stadtrat aufgehoben. Du kannst nun Drehleiterfahrzeuge kaufen. Das ist besonders bei hochgelegenen Orten eine wahre Bereicherung. Sieh dir das Tutorial an, um mehr über dieses Fahrzeug zu erfahren. Hal Ryan wurde verletzt und kann für 5 Stunden nicht eingesetzt werden. Ja... Ich denke, ich werde es verkraften. Troy Brown wurde verletzt und kann für eine Stunde nicht eingesetzt werden. Okay. Gut, dann... Achso, warte mal, da war noch was. Du hast einen Brief mit einer Zeichnung einer... Okay, wieder ein Brief als Dankeschön. Der wurde eingerahmt. Bla, 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 bla. So, dann machen wir doch das mal. Fahre mit... Feuerwehrfahrzeug zum Einsatzgebiet. So, das ist das hier mit der Drehleiter. So, und wo ist denn jetzt das? Fahr die Drehleiter des Feuerwehrfahrzeugs aus. Ja, und wohin? Ah, hier oben. So, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wie gut das funktioniert, vor allem. Aber es sieht gar nicht mal schlecht aus. So, da oben steht irgendeine Frau rum. Ne, irgendein Mann, oder? Ist das eine Frau? Ja, das ist eine Frau mit kurzen Haaren. Hat zwar keine Brüste, ist aber egal. So, dann benutzen. Und nach oben. Weil alleine kommt sie natürlich nicht rum, ne? Die hat Angst. Okay, das ist. Was ist denn das, was mich hier da so immer so an. Was im Bildschirm immer so. Wupp, wupp, wupp. So, nimm sie. Nimm sie. Auf seine Schultern. Und abwärts. Abwärts. Danke. Kein Weg gefunden. Dein Ernst? Da ist eine Leiter. Affirmative. Kein Weg Understood. Gefunden? Yes. Understood. Affirmative. Aha, also die Wegfindung ist scheinbar a little bit problematisch.
Sowohl, also nicht nur bei den Fahrzeugen, sondern auch bei den Männlein. Understood. Naja. So, gerettet. Fahre die Leiter des Feuerwehrfahrzeugs ein. Da stand gerade vorbereiten. Naja, vorbereiten ist es eigentlich nicht wirklich. Aber okay, lassen wir es mal so stehen. So, das haben wir unter 2 Minuten geschafft. Ich bin stolz auf mich. Und wie sieht's aus? Haben wir da jetzt mittlerweile Wache betreten? Seid ihr wieder ready? Oder wie sieht's aus? Nee, leider Gottes nicht. Das ist weniger gut. Die sind, wo sehe ich denn eigentlich die Zeit? Ah, da kann man sogar die Stockwerke anzeigen lassen. Ja, wir haben halt ein Problem. Ich brauche Personal. Feuerwehrleute. Terence Albright, 2410. Ja, das ist eigentlich günstig. Den nehmen wir mal. So, den Jack Davis, der hat scheinbar wieder ein Level Up. Training, Heilkraft bei Feuerwehrleuten plus 50. Training zur Verwendung des Defibrillators. Okay, das muss definitiv sein. Oh, die haben auch Level Up. A, B, die, ja. Nun, Fahrzeuge. Da haben wir einmal den da. Und da kommt der hier, der Albright rein. Und wir müssen sofort zum Einsatz. Was haben wir denn hier? Das ist irgendwie was Kleineres, wie es aussieht. Dann tucke da mal hin. Wir brauchen auch, wie ich sehe, wir brauchen auch den Rettungswagen. Troy Brown ist wieder einsatzbereit. Das sagst du mir jetzt. Entsenden. So, der fällt wieder zurück. Dann kannst du den Troy Brown noch aufnehmen. Wow. Jetzt müssen wir aber hier mal... Komm, Gekumi. Was ist das da hinten? Aus städtischen Mehr der Bürger mit der Feuerwache nicht zufrieden. Ist mir wurscht. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. So, raus hier. Jetzt aber schnell. Wir haben einen Einsatz und brauchen noch das Löschfahrzeug. So, aber auch unser Notdienst ist noch nicht da. Jetzt weiß ich nur nicht, kommen wir. Was haben wir hier? Da haben wir nochmal einen Feuereinsatz. Ja, der muss aber warten. So, wir sind mittlerweile da. Feuerwehrfahrzeug kommt auch gleich. Wir gehen aber schon mal rein und gucken mal, was sich hier ergeben hat. Und da haben wir tatsächlich... hier. Bitte hier hin. Mit dem Feuerwehrfahrzeug gehen wir dann dahin. Das ist schon mal gut so. Und aussteigen bitte. Und kann man den holen? Das Problem ist, ich werde da nicht rankommen. Ich werde da nicht rankommen. So, das Feuerwehrfahrzeug ist gleich da. Wir brauchen... Ah, da muss eh erstmal weggetragen werden, wie man hier am Symbol sieht. So, jetzt. Schnell. Beeilung, wir haben keine Zeit. Wir gleich drehen. Aussteigen. Eine Wasserquelle anschließen, das macht der imaginäre dritte Mann, der da eigentlich gar nicht tut. Und und wir holen erstmal den Verteiler und du holst den Angriffsschlauch. So, den da anschließen bitte. So, der imaginäre dritte Mann, der verschwindet gleich hier ins Auto. Damit ihn niemand sieht. So, Verteiler vorbereitet, ich würde sagen hier, oder? So, wenn du gleich fertig bist, dann jetzt. Wir brauchen so, nächsten Schlauch. So, spritzen. Und Schlauch anschließen. Schnell. Wir haben doch keine Zeit. So, hier hin. Ah, mittlerweile gibt es auch Passanten. Achso, da wollte ich glaube ich vorhin irgendwann mal sagen, etwas früheren Zeitpunkt der Aufnahmesession. Wir müssen hier hinspritzen. Der muss den holen können. Ich weiß bloß nicht, ob wir das schaffen, ehrlich gesagt. Das sieht nämlich gerade nicht sonderlich gut aus. Werkzeug hinlegen. Kommen wir da hin?